Mein Name ist Werner Ho, ich würde mich selbst als semi-professionellen Videofilmer bezeichnen. Heute zeige ich, was man tun kann, wenn das bisherige Equipment zu schwer wird. Unterwegs mit der Sony A7 SM3. Kleiner, leichter, flexibler. 2019 wurde während einer Nordland-Exkursion eine Sony AX53 eingesetzt, um zu beweisen, dass auch mit Consumer-Kameras kinoreife Produktionen machbar sind. Das Ergebnis war brauchbar, ließ jedoch Wünsche offen, deren Erfüllung aber ein Mehrgewicht beim Equipment zur Folge hätten. Der erste Prototyp eines Expeditionsrucksacks wurde bereits 2018 vorgestellt. Die Entwicklung ging weiter und auch die Kameras wurden besser. Daher machte es Sinn, alles zu überdenken und eine neue Ausstattung zusammenzustellen. Die Traumkamera für unterwegs war und ist die Sony PXW-Z280. Im Video-Aktivtest liegt sie auf Platz 4 von 10, alle aber im fünfstelligen Preisbereich. Danach kommt die FX6, wieder mit vierstelligem Preis, die in die Überlegungen, in eine neue Vollformatkamera zu investieren, mit einbezogen wurde. Leider gab es hier Lieferprobleme. Alles sollte kleiner, leichter und flexibler werden und dazu noch die Möglichkeit haben, Bilder im Filmlook zu erzeugen. Besonders wichtig war, dass alles in einem Rucksack mitgenommen und auf helfende Hände am Set verzichtet werden kann. Eine nette Zusatzoption wäre eine Gürteltasche, die der Kamera und einem leichten Objektiv Platz bietet und damit die Möglichkeit, mal schnell Aufnahmen aus der Hand zu machen, ohne den Rucksack abzusetzen. Der letzte Dreh in 2020 war Corona-bedingt auf 10 Personen beschränkt, was bei 5 Darstellern die Crew auf 5 Personen einschränkte und der Transport des Equipments kaum noch möglich war. Und somit reifte der Entschluss, zukünftig nur noch mit Equipment zu arbeiten, das kleiner, leichter und flexibler ist, also das genaue Gegenteil von dem, was es beim letzten James-Bond-Dreh in Matera, Italien, 2019 zu sehen gab, wo 25 Leute damit beschäftigt waren, eine einzige Kamera in ein Fahrzeug einzubauen, um dann die Testaufnahmen durchzuführen, so wie sie später im Film zu sehen sind. Dass aber auch mit geringerem Aufwand gute Filme zu meistern sind, ist ja oft genug zu sehen. Dabei spielt der gewaltige technische Fortschritt der letzten Jahre eine maßgebliche Rolle. Wer sich für eine neue Ausrüstung interessiert, sollte die Videoaktiv-Homepage besuchen bzw. die Zeitschrift lesen. Es lohnt sich. Mit Blackmagic-Kameras war auf einmal 50p, 422 und 10-Bit einschließlich RAW möglich und mit DaVinci problemlos zu verarbeiten. Das Bild der Sonys war zwar schon immer gut, aber je nach Situation hatten sich viele User zusätzlich dieses Feature gewünscht. Nun endlich ist Sony im Olymp angekommen und hat in seinen Cine-Kameras 50p implementiert. Nach langem Warten ist die neue 7 SM3 angekommen und hat auch hier die in die Jahre gekommene A7S ersetzt. Ein Traum, was diese neue Kamera jetzt leistet. Mit S-Cineton etwas schärfer eingestellt und HLG, individuell vor allem bei Weiß angepasst, ist ein sehr, sehr gutes Ergebnis bereits in der Kamera vorhanden, ohne großen Color Grading Aufwand in der Post. S-Look ist absolut spitze, was den Dynamikbereich betrifft und mit dieser Kamera sehr gut machbar. Aber braucht man das immer? Ich glaube nicht. Dazu kommt noch der Augen-Autofokus in einer Qualität, die ein Schärfeziehen total überflüssig macht. Der Bildstabilisator für Objektiv und Kamera ist ausgezeichnet, wenn man bedenkt, dass wir hier eine Vollformatkamera haben. Für Freihandaufnahmen ist er unverzichtbar geworden, es sei denn, die Kamera wird auf dem Gimbal verwendet. Ein paar Wünsche bleiben noch offen. Timecode In-Out, Waveform, Vectorscope, Shutter Angle und Shutter Speed, Gain statt ISO, LUT Support, internes RAW und so weiter. Das sind Merkmale, die eine Cine-Kamera mitbringen sollte. Aber Sony braucht ja noch etwas zum Nachlegen. Die Objektivtests, die man auf YouTube findet, sind in der Regel eher für Fotografen ausgelegt.
Zugegeben, für einen normalen Amateur sind die großen Sony-Objektive schon hochpreisig, aber nicht immer teurer als die Produkte der Fremdanbieter. Hier bedarf es einer genauen Abwägung und auch der Kaufzeitpunkt sollte berücksichtigt werden. Das 28-135G-Objektiv von Sony deckt an der Vollformatkamera den Standard-Zoom-Bereich ab. Ein Objektiv, das vor Jahren für die 7S gekauft wurde, erfüllt heute auch an der 7S M3 hervorragend alle Anforderungen und muss nicht ersetzt werden. Als Alleinstellungsmerkmal ist hier der Zoom-Motor hervorzuheben. Für den Weitwinkelbereich sind zwei weitere Objektive vorhanden. Der Bereich 28 bis 17 mm wird mit dem Tamron f2.8 gut abgedeckt. Jedoch fehlt hier der Stabilisator im Objektiv. Der häufigste Einsatz findet auf den Ronin S statt. Mit der Fernbedienung des Zooms über die Steuerung und dazu noch von geringem Gewicht ist es ideal für diesen Einsatzbereich. Die Abmessungen und das Gewicht des Objektivs sind für den Brennweitenbereich von 12 bis 24 mm und Lichtstärke von durchgängig S4 fast schon absurd kompakt. Der Autofokus arbeitet lautlos und sehr flott. Da merkt man, dass die Sony-Objektive bestens auf Sony-Kameras eingestellt sind. Das Fehlen einer leichten Frontfiltermöglichkeit kann durch den Rearfilter von Haida kompensiert werden, ohne dass auf teure und sperrige Spezialkonstruktionen zurückgegriffen werden muss. Die 2 mm mehr Brennweite im unteren Bereich sind extrem viel wert. Ein guter Einkaufspreis und zweimal Cashback machen das Objektiv zudem noch preisgünstiger als das hochgelobte Sigma 1424, welches wiederum mehr beim Fotografieren seine Vorteile nutzen lässt. Nach oben gibt es da keine Grenzen. Dieses Objektiv ist immer noch sehr gut und sehr leicht. Es wird gern auf den Ronin S verwendet. Der Autofokus arbeitet bei gegenläufigen Bewegungen immer exakt. Für weniger als 175 Euro ist das ein Must-Have. Das Sigma hat gute optische Testergebnisse vorzuweisen. Gewicht, Größe sowie das Preis-Leistungs-Verhältnis haben die Entscheidung für dieses Objektiv beeinflusst. Das neue Zoom-Objektiv ist eine sehr schöne Ergänzung für den Super-Tele-Bereich, zumal es auf Sony-Kameras abgestimmt ist. Im professionellen Bereich würde ich auch hier das Sony 100 bis 400 vorziehen. Das Rig hat ein Gesamtgewicht von 3,6 Kilo und ist damit etwas leichter als eine Z280 mit gleichem Rig-Aufbau wiegt. Dazu ist es jederzeit auf ein Minimum reduzierbar. Da das Flowtech mit dem Nitrotech und die Ronin-Platte die Ausgangsbasis bilden, wird das Manfrotto-Wechselplattensystem beibehalten. Somit kann die Kamera schnell von einem Träger auf den anderen umgesetzt werden. Mit der Small-Rig-Platte ist eine gute Basis vorhanden. Durch die Befestigungsmöglichkeit der leichten 15 mm Rodklemme kann ein Rohrsystem angebaut werden, ohne die Bauhöhe zu vergrößern. Einige Anbauten müssen individuell angepasst werden. So auch die Kupplungsplatte QPL Slim 39 von Novoflex, damit die Verbindung der beiden Teile gesichert ist. Auch die geringe Bauhöhe des Slim 39 trägt dazu bei, die Gesamthöhe gering zu halten. Dadurch passt dann die Matbox-Halterung von Tilter nicht mehr und muss durch eine Eigenkonstruktion ersetzt werden. Dies ist jedoch kein Problem. Die Teile dazu sammeln sich im Laufe der Jahre meist an. Durch die frühe Beschaffung des Cage wurde nicht unbedingt das Beste am Markt gekauft. Die Möglichkeit, alle wichtigen Teile schnell am Rig zu befestigen oder umzubauen, werden aber erfüllt. Die gesamte Einheit hat ein Maß von 30 x 18 x 20 cm. Kompakter als der Henkelmann mit Abmessungen von 17,8 x 20,2 x 42,3 cm. Ganze 12 cm kürzer. ND-Filter. Ein permanenter ND-Filter ist auch montierbar. Der 86 mm ND-Filter von K&F sitzt mit einem Reduzierring am Objektiv. Der Fader ND2 bis ND32, neutral-dichte-variabler Filter,
ist hier ein Filter, der immer am Objektiv bleiben kann und in den meisten Anwendungen ausreicht. Die Testwerte sowie Preis-Leistung sind hervorragend. Davor kann der Adapterring für das Haider M10-System aufgeschraubt werden. Der Einstellbereich ist sichtbar und mit einem Anschlag auf beiden Seiten begrenzt. Reicht die Verdunkelung nicht aus, einfach die Matebox abziehen und das M10-Systemkit mit Polfilter oder Filterplatte aufsetzen. Fertig, ohne nochmals zu schrauben. Alternativ kann der Ultraslim Nano Pro Variable ND-Filter 8x400 von Haider aufgeschraubt werden. Leider extrem groß und ohne Anschlag. Zusammen mit der Matebox von Tilta sind keine Vignettierungen bei 28 mm sichtbar, obwohl das Objektiv einen Filterdurchmesser von 95 mm hat und die Matebox nur 88 mm. Alles ist immer drauf, das ist super, als hätte die Kamera interne ND-Filter. Die Matebox ersetzt die Gegenlichtblende bei fast allen Objektiven. Das Sony XLR K3M passt sehr gut zur Kamera. Im Gegensatz zum FX3-Set kann das Mikrofon auch in anderen A-Kameras verwendet werden und ist somit die bessere Wahl. Leider ist somit auch die Vierspurtechnik nicht nutzbar. Das Rode VideoMic NTG ist ein sehr gutes Mikrofon, das gerne eingesetzt wird. In Verbindung mit den Funkmikros von Hollyland Lark 150 und Rode Wireless Go 2 lassen sich da sehr schöne Strecken aufbauen. Einmal kann man zwei Mikrofone zusammenfassen und intern aufzeichnen. Zum anderen ermöglicht das Rode die Aufzeichnung im Sender und das gleich zweimal. Mehr braucht man fast nicht. Das Atomos Ninja 5 ist keine Option mehr. Die kamerainterne Aufzeichnung mit XAVC S1 4K gefällt mir sehr gut und kann auf V90-Karten aufgezeichnet werden. Lediglich für 100p bzw. 120p wird eine CF-Express-Karte benötigt. Da muss man einfach eine 80er-Karte in den Kaufpreis mit einrechnen. Die werden auch noch billiger, früher oder später. RAW ist sehr schön, wenn man es braucht. Aber hier ist es out of the box nicht brauchbar. Dafür finde ich das S-Cineton absolut sehr gut. Und es gibt noch andere Profile wie Slug 3 etc. intern. Da aber einige Features in der Kamera fehlen, war der Shinobi-Monitor eine Option, um mehr Infos zu erhalten. Funktioniert wie ein Ninja und ist preisgünstiger und leichter. Einige der in der Kamera vermissten Anzeigen können damit dargestellt werden. Der Sucher ist hervorragend und wird gerne genutzt, sofern der Einsatz dies zulässt. Das Display ist wieder sehr klein und wenig aussagekräftig. Wird auf der Seite der Kabelschutz angebracht, ist die Nutzbarkeit des Displays sehr eingeschränkt. Damit doch noch eine Sicht von oben möglich wird, wurde die Kabelbefestigung modifiziert. Große und schwere Objektive haben meist eine eigene Stativschelle. Soll aber alles klein und kompakt sein, muss eine andere Lösung her. Die im Handel erhältlichen Stützen sind nicht brauchbar. Nicht nur die Auflage, sondern auch eine feste Anbindung ist wichtig. Aber das war einfach machbar. Vorerst provisorisch mit einem Gummiband, das sowohl für das Standard-Zoom als auch für das Sigma 100 bis 400 einsetzbar ist. Die Kamera sollte immer einsatzbereit und schnell greifbar sein. Wer kennt das nicht? Ein schönes Motiv erscheint, aber bis die Kamera endlich einsatzbereit ist, kann man sie auch wieder einpacken. Das muss zukünftig schneller gehen und somit werden alle Komponenten geprüft, ob sie diesen Anforderungen gerecht werden. Das Transportsystem steht als erstes auf der Probe. Ein schneller Zugriff muss gewährleistet sein. Diese Überlegungen wurden schon bei früheren Systemen zugrunde gelegt, waren in der Realisierung aber dann doch zu kompliziert und zu schwer. Bei all diesen Überlegungen kommt man an dem Rotation 180 von Mindshift nicht vorbei. Die Hüfttasche und der Zugriff auf den Inhalt, ohne den Rucksack ablegen zu müssen, sprechen für sich. Es geht alles rein. Grundausstattung in die Hüfttasche,
ein Weitwinkelobjektiv in den Köcher daneben für den schnellen Zugriff, Drohne, Gimbal und der Rest in den oberen Teil. Das Stativ rechts in die Tasche, da gehört es auch hin und ist für das Kamerahaltesystem dort bestens positioniert. Es bleibt sogar noch genügend Platz für persönliche Ausstattung. Auch die kann im Rucksack ohne Bodenabstellung entnommen und auch wieder zurückgepackt werden. Zu teuer? Das Gesamtpaket muss stimmen und das Preislimit, hier 10 Kilo Euro, darf nicht überschritten werden. Die Rotationstechnologie ermöglicht es, bei diesen Rucksäcken den unteren Teil der Tasche heraus an die Vorderseite zu drehen. So kann schnell auf die Kameraausrüstung zugegriffen werden. Es gibt nichts Vergleichbares auf dem Markt. Für den Kameraaufbau ist der Mindshift Rotation 180 Grad Professional 38 als Standard jedoch etwas eng geworden. Der Rotation Pro 50L ist etwas höher in der Hüfttasche und wird die einsatzbereite Kamera problemlos aufnehmen können. Mit der Einführung des neuen Rotation Pro 50L Packs bekommen wir eine neue und verbesserte Version des Packs. Dieser wird noch separat vorgestellt. Schön ist auch, dass die Hüfttasche separat getragen werden kann. Zusammen mit oder ohne einen Mini-Rucksack ist so das Nötigste an Equipment immer dabei. Auch mit einer kleineren Hüfttasche kombiniert mit einem Mini-Rucksack kann schon alles Nötige mitgenommen werden. Größe und Standfestigkeit des Stativs sind neben Gewicht und Variationsmöglichkeiten die wichtigsten Aspekte, wenn es getragen werden muss. Dabei ist das Material, aus dem das Stativ besteht, nicht unerheblich. Mit den schnell ausfahrbaren Stativbeinen lässt es sich einfacher und schneller aufstellen und ausrichten als jedes andere Stativ unter extremen Bedingungen. Der Kameramann erhält ultimative Vielseitigkeit, die seinen Arbeitsablauf beschleunigt und verbessert. Beim Nitrotech N8 Fluid Videokopf von Manfrotto ermöglicht ein sogenannter Nitrodämpfer mit seiner einzigartigen Geometrie erstmals in dieser Stativkopfklasse einen kontinuierlichen Gewichtsausgleich von 0 bis 8 Kilo. Mit dem 608 gibt es jetzt die verbesserte Version. Aber auch hier gilt, etwas Bewährtes muss nicht um jeden Preis ersetzt werden. Diese Stativkombination hat ihr Gewicht. Als Einzelkämpfer sind 5,7 Kilo in der Hand oder im Rucksack doch schon ganz schön viel beim Tragen. Lange habe ich verschiedene Stative getestet. Eine Nivellierschale ist beim Film Standard. Einige Hersteller verkaufen ihre Stative nur mit dem dazugehörigen Videokopf, welcher aber für viele Kameras und Rig-Aufbauten nicht brauchbar ist. Oder man nimmt ein Fotostativ und kauft die Nivellierung dazu. Manchmal muss man auch als Filmer bei den Herstellern für Fotoequipment suchen, um eine Stativkombi für alles zu finden. Novoflex Trio Balance. Leicht und vielseitig sollte das Stativ sein. Da ist das Novoflex Trio Balance eine Möglichkeit, Gewicht zu sparen und dazu noch vielseitig einsetzbar. Das 3-Segment-Stativ mit 8-lagigen Carbonbeinen hat eine Auszugslänge von 60 bis 160 cm. Mit einem Packmaß von 69 cm ist es nur geringfügig größer als ein 4-Segment-Stativ. Für die Aufnahme des Tragesystems hat es genau die richtige Größe am Rucksack. Zudem erscheinen 3 Segmente wesentlich stabiler und es muss nicht zu oft geschraubt werden, um die volle Auszugshöhe zu erreichen. 10 Kilo maximale Belastung ist mehr als ausreichend.
Die herausschraubbaren Stahlspikes unterhalb der Gummikappe erhöhen im Gelände die Standfestigkeit erheblich. Dann ist auch mit langen Brennweiten ein ruhiges Bild zu erreichen. Von der maximalen Arbeitshöhe von 155,5 cm bis zum bodennahen Arbeiten sind die Rastwinkel der Beinanschlüsse einstellbar. Reichen die 155 cm nicht, sind mit Hilfe der separat erhältlichen Stativbeinverlängerungen jederzeit zusätzliche 50 cm im Auszug erreichbar. Werden die Beine am Boden zu sperrig oder verhindern einen geringen Aufnahmeabstand, können sie herausgeschraubt und gegen die Mini-Beine ausgetauscht werden. So wird eine Arbeitshöhe von nur 10 cm erreicht, ideal auch als Tischstativ. Durch die Austauschbarkeit der Beine ermöglicht das Set den flexiblen Aufbau vieler weiterer Stativvarianten. Einbeinstativ, Anlehnstativ durch Verwendung von zwei Minibeinen und einem langen Bein, Minibeine am Schulterrig, Minibeine an der Kamera, Abstützung für Kamera und Gimbal, Mikrofonarm, GoPro-Armverlängerung, Rucksackhalter am Stativ, Kameraschwenkhebel und natürlich als Tragehilfe am Rucksack. Novoflex verdient den Namen Präzisionstechnik im Firmennamen vollumfänglich. Das Komplettgewicht mit 1,7 Kilo ist rund 4 Kilo leichter als die Flowtech Nitrotech Kombination. Als ein leichter Videokopf wäre das Manfrotto MVH500AH mit nur 900 Gramm noch dazu zu addieren. Auf einen Videokopf wird jedoch verzichtet. Auch das spart Gewicht. Die Panoramaplatte, Panorama 2, von Novoflex, ist das ideale frei drehbare Zubehör für beeindruckende Videoaufnahmen. Mit der Feststellschraube kann die Kamera fixiert werden. Zusätzlich besitzt sie ein Kugellager, welches einen sauberen und spielfreien Lauf garantiert. Die Neigung funktioniert dann gut über eine Kippung der Stativbeine. Neben den beiden größeren Stativen verwende ich noch das Compact Traveler Mini von Rollei. Das ist etwas, was man nicht weggibt, auch wenn es eigentlich nicht mehr gebraucht wird. Es passt immer ins Reisegepäck und ist eine preisgünstige Alternative. Allerdings habe ich den Kugelkopf durch die Nivellierkalotte Magic Balance und die Panoramaplatte Panorama 2 ersetzt. Somit ist wieder eine Art Videokopf mit allseitiger 20 Grad Verstellung und ruckelfreier Drehung entstanden. Mit dem Mini-Stativ Compact Traveler vereinen sich die Vorteile eines Reisestativs mit der Tragkraft eines ausgewachsenen Dreibeins. Diese Kombination wiegt ca. 1100 Gramm und ist somit für die Größe nicht unbedingt ein Leichtgewicht. Da sollte man schon überlegen, ob die Mitnahme der Novoflex-Variante oder Teile davon doch die bessere Lösung ist. Auch das Easy Rig hatte ich im Einsatz. Ein hervorragendes Teil. Leider auch eine zusätzliche Belastung auf Reisen. Und ist man alleine unterwegs, würde während der Arbeiten mit dem Easy Rig die abgestellte Ausrüstung unbeobachtet sein. Und so entstand die Idee, beides in einem zu integrieren. Mit der Idee einer Kameraaufhängung direkt am Rucksack wurde dieses Problem gelöst. Bei einem Kameragewicht von fast 4 Kilo in der Hand, mit Ronin S noch etwas mehr, ist das dauerhafte Filmen nur möglich, wenn man jung ist und oder oft ein Fitnessstudio aufsucht. Hier kann der Rucksackgalgen weiterhelfen. Das System ist sehr einfach mit im Handel erhältlichen Teilen nachzubauen. Ein 15 mm Rohr, Karabiner und die Rollen sind im Baumarkt zu haben. Die 15 mm Rodlämmen sind von Small Rig. Eine Anschlussplatte passend zum Stativ dürfte auch kein Problem sein. Die Hundeleine ist von Flexi in Stärke M und 5 Meter lang. Das Stativ hat man sowieso immer in der Seitentasche dabei. Zerlegt steckt die Konstruktion nun neben dem Stativ in der Tasche. Ist die notwendige Bewegungsfreiheit vorhanden? Ist das System mit einem Klick fertiggestellt und einsatzbereit. Die Kamera wird noch in der Hüfttasche angeklickt und ist beim Herausnehmen bereits gesichert.
Zusammen mit der Bildstabilisierung können nun Aufnahmen in jeder beliebigen Höhe vor dem Körper rücken- und kräfteschonend gemacht werden. Das System unterstützt auch den Ronin S und das Schulterrig. Für einen modernen Look sollte viel von der Schulter oder mit dem Gimbal gedreht werden. Eine sehr leichte Schulterstütze ist hier hilfreich. Diese Konstruktion wurde schon mit dem Ursa Mini Pro G2 verwendet. Die Carbonrohre sind nicht entscheidend für die Gewichtsreduzierung. Die Kamera wird aufgesetzt und mit zwei Schrauben befestigt. Fertig. Besonders leichte Haltegriffe wurden ausgewählt, zumal sie noch vorhanden waren. Bildkontrolle und Kamerasteuerung erfolgen mit dem Mobiltelefon per Wi-Fi. Das funktioniert mittlerweile sehr gut. Bei Bedarf kann man auch den Monitor ins Sichtfeld setzen, damit Waveform und andere nützliche Features sichtbar werden. Die hinten aufgesetzten V-Mount-Akkus dienen einer langanhaltenden Stromversorgung für alle zusätzlichen Komponenten und als Gegengewicht. Abgesetzt kann das Schulterrig auch auf dem Boden verwendet werden. Durch Drehen der Griffe und Ausrichten des Akkus kann die Kamera horizontal justiert werden. Geteilt und zusammengeklappt findet die Schulterstütze auch noch im Rucksack Platz. An den Einbezug eines Gimbals kommt man heute nicht mehr vorbei. Das Gimbal macht oft die Schulterstütze, Aufhängung am Rucksack und Stativ überflüssig. Wird auf eine lange Brennweite verzichtet, ist das Gimbal das Mittel der Wahl. Die kreativen Möglichkeiten, vor allem mit dem 12 bis 24 mm Objektiv, sind immens. Meistens kommt jedoch das 17 bis 28 mm von Tamron zum Einsatz. Da spielt es auch keine Rolle, dass dieses Objektiv keinen Stabi hat. Die Steuerung, welche eigentlich für die Schärfe vorgesehen ist, kann man auch für das Zoomen verwenden. Schwer ist diese Kombi schon, Stütze oder Aufhängung am Rucksack erleichtern jedoch die Handhabung. Viele Jahre wurden mit dem Rolleislider und iFootage Motion S1 A3 Bundle motorgesteuerte Kamerafahrten und Zeitrafferaufnahmen gemacht. Jetzt wird der Ronin S für Detailaufnahmen, die mit der Sony in 120p gedreht werden, eingesetzt und kurze Sequenzen in Echtzeit erzeugt. Für Zeitraffer ist noch immer die A6500 mit Einzelbildern in 24 Megapixel im Einsatz. Damit kann man in der Nachbearbeitung sehr viele Effekte realisieren, die mit UHD und HD-Bildern nicht möglich wären. Bei dem vorgestellten Equipment kann man immer die eine oder andere Komponente austauschen, wenn dies erforderlich wird. Auch eine A74 würde gut in das System passen und die Möglichkeiten nach oben abrunden. Mit der A1 wäre das jetzt schon möglich. Ein wenig Geduld braucht man immer und oft macht es Sinn, etwas abzuwarten. Sony-Kameras erfahren eine breite Anerkennung. Wenn man sich schon vor Jahren auf dieses System festgelegt hat, ist es einfach, auf neue Komponenten umzusteigen. Ein kompletter Systemwechsel wäre immer teurer. Vollformatfilmen hat seinen Preis, auch schon wegen der größeren Objektive, die dafür notwendig sind. Seit dem Kauf meiner ersten A7S möchte ich auf Vollformat nicht mehr verzichten. Das jetzige System wird lange seinen Dienst bei mir tun. Vielen Dank fürs Zuschauen.